Nicht jeder Report hat alle möglichen Attribute im Gedächtnis. Okay? Jetzt müssen wir diesen Report das Attribut ins Gedächtnis holen, dass er da immer wieder drauf zugreifen kann. Also ich gehe nochmal in meine statische Position. Ich klicke die statische Position an und sage, okay, das passt. Jetzt schauen wir mal, ob es geklappt hat. Wir sind jetzt hier, statische Position, WA010101, 0301, super. Ja, dann fangen wir mal an, den Report zu bearbeiten. Ja, was nehmen wir denn überhaupt her? Jetzt gehen wir mal erstmal die Ausgangssituation durch. Wir haben jetzt hier irgendwie ein 3D-Modell und wir wollen irgendwas dran anfügen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass Türlisten angepasst werden oder Raumlisten. Damit kenne ich mich aber nicht ganz so stark aus. Jetzt nehme ich einfach mal hier einen Report her, suche mir einen. Ich habe jetzt in dem Fall einfach hier Reports Standard, gehe ich mal auf Rohbau. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel Wände. Und dann sage ich, okay, und jetzt werte ich mal alles aus. Das ist mein Report. Und dann, da sage ich jetzt mal, ich möchte noch irgendwie etwas hinzufügen. Vielleicht hier in dem Bereich noch die statische Position. Es geht jetzt einfach um Hauptsache irgendein Attribut hinzuzufügen. Welches, das ist eigentlich im Prinzip egal. Und vielleicht da unten, also eine Zoom-Funktion können wir dann nicht hinzufügen. Zeige ich aber trotzdem, wie es funktionieren würde, falls es eine Zahl wäre. Was könnte man denn noch angeben bei der Wand für eine Zahl? Ja, jetzt schauen wir mal. Also zuerst brauchen wir Report modifizieren. Sucht es am besten mit der Lupe. Report modifizieren. Und dann werdet ihr auch fündig werden in der Actionbar anzeigen. Ja, okay, das ist überall drin, passt. Genau. Dann wählen wir das aus. Wir suchen auch unseren Report, genau den. Aber wenn wir jetzt einen Standard-Report von Allplan modifizieren wollen, dann müssen wir den erstmal kopieren. Also ich gehe jetzt hier auf Rechtsklick kopieren. Dann scrollen wir hier in Allplan 24 darunter. Also haben wir jetzt nicht mehr diese Buttons, die man sonst kennt, sondern man muss hier runter scrollen. Und hier gehen wir auf Reports Büro. Ja, jetzt kommt wieder der neue Fall. Wenn es diesen Ordner Reports Büro nicht gibt, dann müsst ihr in euren STD einen Ordner erzeugen namens Reports, dann erscheint er. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber gut, ich gehe jetzt mal davon aus, das habt ihr noch alle. Und jetzt lege ich mir hier, gehen wir gleich in den Test rein und fügen hier mal Wände ein. Ich empfehle hier immer einen Index zu wählen. Wir fangen bei der 001 an und den öffnen wir jetzt. So, wenn wir das gemacht haben, dann erscheint ein weiteres Fenster. Bitte, wenn nicht, dann müsst ihr hier unten, ja, sorry, das sieht man jetzt nicht. Wir müssen noch einmal auf OK klicken, klar. Und ansonsten müsst ihr hier unten an eurer Taskleiste, da könnte es sein, dass bei Allplan 24 zwei so Fenster auf sind. Da müsst ihr euch mal durchklicken. Hauptsache, ihr seht dann am Ende dieses Fenster. Und wir machen es heute ohne jeglichen Schnickschnack, also ohne meine weiteren Programme, einen Report zu bearbeiten, sondern wir machen es nur mit unserem System. Ja, jetzt müssen wir erstmal wissen, was haben wir denn hier? Rechts haben wir den Designer, das heißt, das ist das Design, so schaut das Ganze aus. Und hier müssen wir die ganzen Formeln reinklatschen oder Attribute. Also meistens sind es aber Formeln, die wir hier irgendwie reinklatschen und wir wollen jetzt eins einfach hinzufügen. Und links ist eher unsere Auswahl an Attributen, die wir haben. Wenn wir jetzt irgendwo hier draufklicken, dann wird auch links immer umgeschalten, zum Beispiel wenn wir jetzt hier in der Kopfzeile sind, und jetzt sind wir auch hier auf Projekt, auf diesen Text, dann sehen wir das hier links, haben wir hier ein Ist gleich davor, dann ist eine Formel oder ein Attribut hinterlegt. Also hier ist einfach nur ein Text hinterlegt, der ist dumm, und wenn ein Ist gleich davor steht, dann haben wir ein Attribut oder eine Formel. So, und jetzt können wir das überall machen, zum Beispiel Material, wissen wir, okay, das ist ein Text, hat kein Ist gleich davor. Haben wir jetzt hier, da haben wir hier eine Formel. Wunderbar. Ja, jetzt um einen neuen Bereich hinzuzufügen, wird es immer etwas schwierig, denn wir verlassen dann eigentlich ja die A4-Zone. Das heißt, wir haben den Randbereich hier auf 20 cm, also von 2 auf 20 cm haben wir unseren
Bereich, wo wir unseren Report modifizieren. Das heißt, wir haben einen Rand von 2 cm im A4-Bereich und dahinter nochmal 1 cm. Also haben wir hier eine Lochung davor. Und wenn wir jetzt hier ein Attribut hinzufügen würden, dann wären wir ja breiter. Das heißt, wir können jetzt entweder uns dafür entscheiden, dass wir eine Spalte kürzer machen, also kleiner machen. Und ich würde mal sagen, ja, das machen wir auch. Und jetzt gehen wir in unseren. Halt, Moment. Genau. Also, wir können auch die ganze Tabelle auswählen. Ihr seht hier so eine rote Umrandung. Wenn wir hier zwischen diesen Bereichen klicken, hier zwischen diesen kleinen weißen hier, ich hoffe, man erkennt es gut, ja. Dann klicken wir hier rein. Und dann haben wir die ganze Tabelle dran. Und dann, unsere Tabelle heißt in diesem Fall Table als englischen Begriff. Und hier sind die ganzen Einstellungen. Hier seht ihr, wie groß die ganze ist in Punkten. Ihr könnt es aber auch umstellen, dass ihr hier sagt, okay, wir wollen 20, hört man, oh, die Höhe weiß ich nicht, aber zum Beispiel hier 20 Zentimeter. Geht genauso und dann wird es hier umgewandelt in Points. Ja, jetzt verkürzen wir mal hier eine Spalte. Ihr seht, das nimmt jetzt alles mit. Und wir müssen das aber auch verkürzen, weil sonst haben wir gar keinen Platz für unsere statische Position in dem Fall. Mit einem Rechtsklick können wir jetzt hier eine Spalte vor oder danach einfügen. Wir machen es mal davor. Und jetzt seht ihr, es wurde wieder alles breiter gemacht. Aber jetzt haben wir wenigstens hier einen Platz, wo wir das Ganze einfügen können. Ja, ich schreibe jetzt hier rein einen Text. Das heißt, wir müssen kein Ist gleich machen. Also nein, das brauchen wir nicht, sondern wir schreiben einfach nur einen Text. Start. Pause, schauen wir, ob das reicht. Ja, das reicht aus. Und hier noch einen Punkt. Also hier haben wir einfach nur einen Text, statische Position in unserer Kopfzeile. Und hier brauchen wir jetzt dieses Attribut, das wir hinzufügen wollen. So, wie kriegen wir jetzt das da rein? Nicht jeder Report hat alle möglichen Attribute im Gedächtnis. Okay? Jetzt müssen wir diesen Report, das Attribut ins Gedächtnis holen, dass er da immer wieder drauf zugreifen kann. Das machen wir wie folgt. Wir gehen mit der Maus hier an eine freie Fläche hin, klicken einmal drauf. Und dann sind wir so in den Hauptbereich des Reports, würde ich es einfach mal benennen. Hier oben können wir dann eingeben, wer der Ersteller ist. Wenn ihr einen eigenen macht, dann gebt ihr hier euren Namen ein. Und hier unten haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die Parameter. Das ist dann, wenn ihr einen Report erzeugt, dann ist links immer so ein Interface, so eine Benutzeroberfläche. Da sind dann Checkboxen oder sonstiges aus der Auswahl. Das steuert ihr mit dem hier. Aber wir gehen auf die Select. So, jetzt wird hier etwas selektiert, also rausgefiltert. Und ganz unten steht immer From. Das heißt, wir können hier erstmal schauen, was wird denn hier überhaupt rausgefiltert. Und hier steht dort, wenn das Objekt eine 1 ist. Eine 1 ist eine Wand. Ignorieren wir jetzt auch, denn um das geht es nicht, aber das ist was Spezielles. Hier oben, hier sind die einzelnen Attribute. Kann man aber auch Formeln eingeben, aber hier sind die einzelnen Attribute angegeben. Und hier müssen wir jetzt eins hinzufügen. Wir machen einfach einen Rechtsklick auf irgendein Attribut und sagen Insert Data Field. Dann heißt es New Field, in dem Fall New Field 1. Und wir haben hier eine Formel schon eingegeben. Ich glaube, das ist immer der Objektname. Den steuern wir an, indem dass wir hier auf diese drei Pünktchen klicken. Und jetzt seht ihr hier, die Übersetzung 498 steht stellvertretend für Objektname. Und das Coole ist an den neuen Formeleditoren von Allplan, wir müssen uns nicht mehr diese Nummern merken. Damit muss ich leider lernen. Was heißt leider? Dafür weiß ich dann den Zusammenhang besser. Aber um es für Benutzer einfacher zu machen, können wir hier einfach unser Attribut anfügen. Wir können jetzt entweder hier suchen über Attribut, dann können wir hier durchscrollen. Oder wir geben hier ein Add ein und zum Beispiel einen Anfangsbuchstaben. Das Problem ist bloß bei mir, ich habe hier Nummern verteilt. Das heißt, bei mir startet das Ganze mit 2 minus 1. Also ich zeige das mal. Add 2 minus 1. Und je mehr ich eingebe, umso kleiner wird die Auswahlliste. Zum Beispiel, wenn ich jetzt A eingebe, A, B, M. Genau, ihr seht es. Und dann einfach auf ein Attribut klicken, zum Beispiel jetzt hier, und dann wird das Ganze hier vervollständigt und ihr seht hier unten den Ausgabewert.
Also ich gehe nochmal in meine statische Position. Ich klicke die statische Position an und sage, okay, das passt. Ja, jetzt wird hier diese Formel ganz lang und komisch erweitert. Das ist, weil es ein benutzerdefiniertes Attribut ist und das ist auch noch bei mir projektabhängig. Von dem her ist die Codierung hier extrem lang, aber es interessiert uns nicht, denn das hier oben, das ist das Relevante in dem Fall. Jetzt müssen wir uns noch für unser Attribut, für unseren Report, einen Namen ausdenken. Wir könnten jetzt das Ganze statische Position nennen oder wir können das auch abkürzen mit zum Beispiel SPOS. Okay? SPOS. Und um dieses Attribut jetzt hier reinzubekommen, müssen wir uns diesen Namen merken und nicht diesen. Also die zwei sind jetzt völlig unrelevant. Unser Report weiß, ich übersetze das in SPOS. Das Coole ist, der Datentyp wird immer automatisch ausgewählt. Solange ihr kein Attribut wählt, das selber eine Formel ist, wird hier der Datentyp automatisch ausgewählt. Da müsst ihr euch gar nicht damit befassen. Im Endeffekt geht es darum, ob es ein Buchstabenwert ist, ob es eine Kommazahl ist oder eine Ganzzahl. So viel dazu. Aber wir haben ja hier im Textfeld statische Position, denn die kann WA01 heißen. Also wenn sobald ein Buchstabe dabei ist, dann verlässt es eine Zahl. Gut, und jetzt gehen wir hier rein. Jetzt wollen wir hier die statische Position einfügen. Und jetzt gehen wir einfach hier in dieses Feld rein. Und wir haben ja vorhin gelernt, wenn ein ist gleich davor steht, dann wird es eine Formel oder ein Attribut. Und wenn kein ist gleich davor steht, dann ist es ein dummer Text. Also wir klicken hier einmal rein. Wir gehen hier auf Wert. Und jetzt könntet ihr theoretisch das Ganze hier so eintippen. Ist gleich Fields. Ausrufezeichen, spos.value. Und jetzt sagt ihr alle, spinnt der Kerl. Deswegen, wir haben gesagt, ohne Schnickschnack, wir löschen das weg. Gehen hier auf dieses Dropdown-Menü und suchen hier unseren Spos. Dann klicken wir das einmal an. Und jetzt kommt hier genau dasselbe, das ich gerade eingetippt habe. Hier ist gleich Fields, Ausrufezeichen, spos.value. Ja, jetzt haben wir hier unseren Buchstabenbereich drin. Hätten wir jetzt eine Zahl, wäre zum Beispiel dieses Format hier ganz wichtig, denn hier würden wir dann sehen, okay, es wird in so einem Format ausgewählt, dass hier zwei Stellen nach dem Komma erzeugt werden oder gerundet werden und ausgegeben werden zwei. Das ist zum Beispiel wichtig und hier können wir auch die Ausrichtung zum Beispiel wählen, ob es rechts oder links ist. Wir haben in dem Fall keine Zahl. Wenn es eine Zahl ist, würde ich es immer rechts andocken lassen. In dem Fall ist es aber ein Text, deswegen machen wir left, also links. Auch hier oben gehe ich rein und möchte das auch horizontal ausrichten, links. Schauen wir hier nochmal rein. Vertikal ausrichten, top, genau. Wir wollen es oben haben und nicht in der Mitte und nicht unten. Perfekt. Und hier könntet ihr alles weitere noch auswählen. Braucht ihr eine Summe, dass ihr sagt, okay, hier ist nicht die statische Position, sondern zum Beispiel die Wanddicke, dann. Ja, das ist blöd natürlich ohne Beispiel. Jetzt machen wir erstmal das. So, wir speichern das Ganze ab. Einmal speichern bitte. Wir schließen das Ganze. Wir gehen nicht in Datev rein. Wir gehen in Allplan. Und wir starten unseren Report erneut. Wir haben hier, wenn der noch ausgewählt, aus dem Standard. Wir gehen aber zurück auf unser Büro. Wichtig, nicht, dass ihr das Falsche auswählt. Haben wir es hier im Testbereich abgelegt. Wende 001 öffnen. Und jetzt sagen wir mal einmal okay, alles auswählen. Jetzt schauen wir mal, ob es geklappt hat. Wir sind jetzt hier, statische Position, WA010101, 0301, super. Also es hat auf jeden Fall etwas ausgewertet. Das neue Attribut ist hinzugekommen. So, jetzt wollen wir noch ein Attribut irgendwie hinzufügen, damit wir dann noch eine Summenfunktion anfügen können. So, ich gehe wieder zurück, gehe wieder auf mein Report modifizieren. Wähle jetzt wieder die Wende 001 aus. Wir starten den Report. Das erste, was ihr macht, damit ihr nicht den 001 überspeichert, speichern unter 002. Wichtig, vertraut mir einfach, macht das so. Ich erkläre es jetzt gar nicht lang. So, ich brauche jetzt hier. Das ist schon krass, ne? Das ist eine Formel. Da habe ich selber Respekt davor. Aber wir machen jetzt hier wieder etwas kleiner.
Vielleicht machen wir die Grafik hier raus. Ich will die gar nicht haben. Und hier erzeugen wir ein neues Attribut. Wobei. Doch, ist egal. Dann können wir auch hier nämlich die Zeile kleiner machen oder schmäler machen. Und jetzt holen wir uns noch irgendein Attribut raus. Volume ist drin, okay. Ich habe die drei Punkte wieder. Was suchen wir denn aus? Was hat in der Wand immer drin? Gibt es irgendwas für die Schicht? Schichtnummer. Ja, aber das bringt uns die Aufaddierung nichts, ne? Ja, komm, wir machen jetzt einmal Volumen, ist mir egal. Wir machen nur mal irgendwie Volumen hier rein. Wir müssen das Ganze noch einen schönen Namen geben. Wir nennen es Wall, okay? Hauptsache es ist anders als hier Volume, okay? Also wir schreiben Wall. Und jetzt schreibe ich hier, wir merken uns, Dropdown-Menü, Wall. Und hier unten haben wir so eine Gesamtzeile. Hier schreibt er die Summe des Materials. Was ist denn das für ein Kack? Entschuldigung. Wir wollen hier wieder rauslöschen. Wir suchen hier wieder unser Wall. Aber jetzt müssen wir noch eins machen. Wir gehen zwischen dem Ist gleich und dem F und schreiben hier in Großbuchstaben SUM. Kennt ihr vielleicht von Excel her? Klammer auf. Und dann drückt ihr auf die Taste Ende und Klammer zu. Habt ihr nämlich ganz am Ende noch eine Klammer zu und hier eine Klammer auf und Sum. Und jetzt haben wir schon die Sum-Funktion eingebaut. Jetzt bestätigen wir das einmal, indem wir irgendwie hier hinklicken und speichern das Ganze jetzt nochmal ab. Wir schließen das Ganze und jetzt starten wir nochmal unseren Report, wählen die Wende 002 aus, okay, Doppelrechtsklick, dann haben wir alles ausgewählt. Und jetzt, ja okay, jetzt ist die Zeile ein bisschen zu klein, aber ihr seht auch, dass das Volumen hier rauskommt. Ja, wunderbar, ist ja alles voll schlecht gelaufen, denn wo ist denn hier die Summe? Ist das die Summe? Ah, nee. Was ist denn hier passiert? Gehen wir nochmal rein in den Report. Im Material macht der Volumen. Was ist denn das für Zeile? Ist die hidden oder was? Das kann natürlich sein. Komm, wir machen die Zeile hier raus. Mir egal. Steuerung X, Steuerung V. Jetzt speichern unter. Geht ja nur um den sporadischen Wert. So, schließen. Nochmal. Wende 003. Doppelrechtsklick, jetzt zeig mir, was du kannst. So, jetzt haben wir hier unsere Volumen für unsere einzelnen Wände. Für Peter. Für Stahlbeton. Ich habe irgendeine Wand anscheinend Peter genannt. Wie lustig. Aber gut, jetzt haben wir hier die statischen Positionen und hier haben wir die einzelnen Zahlen. Summe ist hier. Also hier haben wir die Gesamtsumme. Wenn wir das alles aufaddieren, müsste das hier rauskommen. Okay? Es könnte aber auch sein, dass das manche Wände identisch sind und hier nur einmal aufgeführt werden, kommen aber zweimal vor und das würde hier sich dann auch widerspiegeln. Jetzt sagt ihr, oh Peter, diese Zahlen sind ja grausam und hier ist viel zu wenig Platz. Auch das überarbeiten wir jetzt noch kurz. Wir gehen nochmal in die Wende 03 rein. Hier können wir nämlich noch einen Abstand wählen, der ist hier Innenabstand. Zwei Punkte von links ist zu wenig, machen wir hier mal 5 und ihr seht ja, wie der Abstand hier springt. Auch hier das Volumen, unsere Summe von unserem Volumen hier, das wollen wir nicht General ausrichten, sondern Left. So, jetzt ist es links, schaut schon mal besser aus. Und das mit dem Format, das können wir uns zum Beispiel hier abgucken. Das kopieren wir jetzt. Setzen es erstmal auch hier in die Volumen ein und auch hier in das Feld ein, überall wo Format steht. Das Ganze nochmal abspeichern, schließen, Report auswählen, Wende 004. Okay, alles. Und jetzt habt ihr hier das Volumen auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, aber nur eins wird angezeigt
Und hier habt ihr jetzt dieses Volumen hier 41,3 aus diesem Ganzen. Jetzt möchte ich aber wissen, was dieses Beta ist. Was ist denn das überhaupt für ein Attribut? Das war Material, glaube ich. Das muss ich jetzt einfach kurz noch nachschauen. Also wir schauen mal nach, was das für ein Attribut ist, das Beta heißt. Ich gehe mal davon aus, dass es Material ist. Wahrscheinlich in irgendeiner Schulung. Ja, okay, hier. Anzeigen. Aha, du bist also Material Peter. Dieses Material Peter werden wir jetzt verändern. Ich finde es gut, dass Peter ist. Material Peter in SDB-Wand. Keine Ahnung. Halt Stahlbeton. So, ein letztes Mal unseren Report ausführen. Jetzt haben wir nur die eine Wand, oder? Ja, jetzt steht auch hier Stahlbeton 1,3, 1,3. Ja, also das Design könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Das ist ziemlich einfach, aber so könnt ihr ein Attribut hinzufügen. Ja, bitte den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, servus, euer Peter.